Die Cook-Geschichte geht weiter. Nach über 30-jähriger Führungstätigkeit von Hans-Ueli Koster durfte ich am 1. April die CEO-Funktion der Cook-Gruppe übernehmen. Wir haben ein sehr erfolgreiches, aber auch ein herausforderndes Jahr 2021 hinter uns, das unser junges Management-Team vollzogen hat. Die Lieferantenengpässe sind ein tägliches Problem, mit dem wir kämpfen. Wir glauben aber an unsere oder an die Märkte, die wir beliefern, aber wir glauben vor allem an unsere Kunden und an unsere Technologie, Innovationskraft und Mitarbeiter. Aus diesem Grund werden wir in Cook Slowakei weitere 1000 Quadratmeter Produktionsfläche erweitern. Wir werden in Cook China Produktionsfläche erweitern. Wir werden in Cook Thailand das doppelte Personal einstellen müssen und wir werden in Appenzell ein R&D-Center eröffnen, Fokus, Automation und Entwicklung. Cook liefert nicht nur Spulen, wir liefern auch Leiterplatten, aber auch ganze Module. Diese Systempartnerschaft hat sich bewährt und wächst ganz stark in den letzten Jahren. Geschichte ist aber Vergangenheit. Schauen wir in die Zukunft und fokussieren uns auf unsere Kernkompetenzen. Adaptieren uns an die Umweltbedingungen wie Corona und sind immer noch flexibel für unsere Kunden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erholsame und schöne Weihnachtszeit und vor allem allen ein gutes und gesundes Jahr 2022.